Hey, ja. Hier ist Jan Stoppel. Willkommen zurück zu Earthsum Gym HD zur Fortsetzung des Spiels und damit zum nächsten und auch letzten Bonuslevel. Das heißt, die letzte Folge dieses Let's Plays hier wartet auf uns mit dem letzten Bonuslevel. Beim letzten Mal hatten wir ein kurzes, muss man sagen, das war nicht sehr spektakulär. Ganz schnell vorbei, der Boss war auch nicht besonders, es gab nicht mal einen Boss-Tipp. Und deswegen, ja, haben wir das schon abgeschlossen, nach 10 Minuten nicht mal. Dann geht's weiter mit dem nächsten Level, wie gesagt, dem letzten, was auf uns wartet. Und dann machen wir diesmal, wirf mich raus, Gamepad-Wurm. In seinen Augen blitzt die Wut. Pitch the Cat hat sich ein brandneues Keyboard gekauft und will es dir zeigen. Die Musik ist und bleibt seine einzig wahre Liebe. Von Regenwürmern nach französischer Art, mal abgesehen. Aha. Geh wieder gegen die Katze. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal den Gamepad-Wurm. Also ich mach mal ihn mal raus. Genau, los geht's. Okay, los. Pitch the Cat. Um diesen Kater zu besiegen, musst du deine Waffe benutzen, um einfache oder doppelte Noten auf ihn zurückzuwerfen, um ihn zu verletzen. Ach so. Das. Okay, hab das noch nicht kapiert. Okay. Ja, will ich schießen? War nie gesessen? Okay. Oh nein, der war aber erwischt. Gut. Haut er mal ab. Das heißt, wir werden ihn mehrmals, wie es aussieht, ihn mehrmals erledigen. Ich verstehe schon. Na, da wollte ich doch eigentlich wieder hoch. Komm nicht da hoch. Ach, wir sollten es auf der klassischen Art und Weise machen. Nämlich wieder die Diskette hoch. Ja, ja. So. Das hat ja wunderbar funktioniert. Nämlich gar nicht, wisst ihr, gar nicht, hat so ganz geklappt. Also. Also, komm doch. Es hat doch mal geklappt, ey. So. Okay. Super. Oh, da gibt's Mumi. Ah! Soweit. Ach, das war nicht so geplant. Okay, nehmen wir mal das Leben. Komm mal rein da. Aufpassen. Okay. Hier runter. Na, was das denn? Das war nicht so geplant. Oh yeah.
Nu. Ja. Also ja. Ja, wieso ist das so weit? Kann das sein? Hm, aber wir nicht schossen. Ich bin aber falsch. Ich bin noch weiter nach links nochmal. Da wäre ich fast runtergefallen. Ach Gott, hier. So Munition. Ach, super toll. Also so sind die Level ja bisher nicht gewesen, ne? Diese Bonus-Level. Und jetzt natürlich auch. Okay, ich hätte den schon. Ah! Was ist das? Okay, haben wir ein paar Mal ja geübt. Oh yeah. So, fahren wir es hier hin. Was soll das hier werden? Komm mal mit dem Haken nur dran. Ah. Ich weiß nicht, so ein. Mal den wieder nehmen. Den auch mitnehmen. Oh yeah. Ach Gott, da ist er wieder. Okay. Opa, was ist hier hin? Hey, lass das! Ach, haben wir nur getroffen, das gibt's ja nicht. Nein! Nochmal getroffen, verdammt. So. Okay. Ja. So geht's am besten. Oh, da hab ich Glück gehabt, ey. Ja, ging hier langsam runter. Ach, Gott. Komm ganz schön rein, ey. Komm ganz schön rein, ne, wenn er mal trifft. Haben wir Glück gehabt. Okay, her mit der Diskette. So, weiter geht's. Was gibt's da oben denn zu? Was gibt's da wieder zu holen? Okay. Also 100% Lebensenergie gibt's hier zu holen, wenn ich. Okay. Immer gebrochen. Ich wollte. Leider wollte ich zu wenig. Ach,
da muss ich da benutzen. Okay. Verstehe, muss ich aufpassen, Herr. Soll er nicht schaffen. Mal gucken. Okay, hier geht's so hoch. Verstehe? Pass mal auf! Ja, geht doch! Geht doch! Na, Maya! Okay. Yippie. Ach, da oben jetzt. Ich brauche Nase stehen. Okay. Ach, das war doof. So. Okay. Das ist bisher kein Problem. Okay. Ja. Es raucht schon. Es raucht schon. Da war ich zu langsam. Oh, da hab ich Glück gehabt, ey, meine Güte. Komm her, du Mistvieh. So. Ich mag doch Katzen, aber ich mag nicht, wenn sie mich töten wollen. Naja, tut mir leid, hört's halt auf. So. Okay. Zu früh. Ich muss ja noch. Okay. Das war's! Puh. Also einfach! Haben sie geschafft! Na Rekord! Ja, gegen uns selbst, gegen niemanden ist immer einfach, sag ich immer! Ja! Das war das letzte Level von Earth from Jim HD! Das letzte Mal hatte ich noch mal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, das war noch. Ein Herausforderer mit dem Bosskampf. Muss ich mal sagen, die Bosslevel waren alle. Die eigentlichen Level waren natürlich viel zu einfach, muss man sagen. Und was ich auch ein bisschen blöd fand, ist, was war alles das gleiche? Ja, das gleiche Areal, immer dieser Computer-Sache. Da hätten sie sich für immer neu überlegen sollen, in meinen Augen, was unterschiedlich ist. So. Ja. Muss man die Level auch nicht gespielt haben, wenn man ehrlich sein möchte, ne? Gut, am Fazit von diesem HD ändert das jetzt nicht wirklich was. Ist nett, dass es noch Bonus-Level gibt, wo man neues hat, noch nie gespielt hat, aber die sind grundsätzlich viel zu leicht, sage ich einfach mal. Ja, abgesehen von dem Bosskampf, der letzte, der war richtig schwierig, weil da kommt noch richtig viel was drauf. Fand ich auch ganz
cool gemacht mit den Noten zurückschießen und so. Das war nicht das Problem, aber die anderen beiden Leveln, die haben nicht so viel geboten und ja, das ist ein bisschen blöd, dass man dasselbe ist, selbe Areal. Da steht ja drei verschiedene Planeten zu haben, grundsätzlich. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ganz nett, sind kostenlos dazu zum Spiel, also kann man sagen, ist in Ordnung. Wenn man da immer neue Level überlegt hat, ist ja auch eine nette Sache. Nur fehlt ihnen ein bisschen die Genialität, ja, und auch ein bisschen das, ja, der Anspruch von dem Hauptspiel, sage ich mal. Das ist natürlich deutlich schwieriger gegenüber diesen Bonusleveln. Aber ansonsten, naja, das war's endgültig mit Earthworm Jim HD. Ich glaube, das Spiel habe ich alles schon gesagt, nach dem letzten Level. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich sage aber natürlich trotzdem für euch nochmal an dieser Stelle, hat euch das Spiel gefallen oder nicht? Und wenn nicht, dann könnt ihr mich in eurer Meinung einfach halt zum Spiel. Hat euch das Let's Play gefallen oder nicht? Umso wichtiger, ohne Kritik bin nichts besser. Ja, Earthworm Jim, wie gesehen, wie ich sagte, eventuell gibt es ja einen neuen Teil für die Television. Ich werde mir extra die Konsole nicht dafür kaufen, muss ich sagen. Weil, ja, interessiert mich nicht wirklich diese 70er Jahre Konsole. Das ist vor meiner Zeit. Reizt mich jetzt eher nicht so. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Emulator oder so, kann man das Spiel dann spielen, wie man das Spiel dann spielen kann. Das wäre dann eine Idee. Andernfalls, naja, war es das einmal mit der Reihe. Nach längerer Zeit wieder ausgegraben. Ich hoffe, ja, euch hat das gefallen. Wenn euch das gefallen hat, vielleicht mache ich irgendein anderes Let's Play nochmal als Replay, so eine Art und Weise. Könnt ihr gerne auch schreiben. Auf jeden Fall, ja, das war's dann mit dem Let's Play hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Wie gesagt, fand ihr Let's Play gut oder schlecht? Das Spiel gut oder schlecht? Denkt an das, halt an das Abo und wenn ihr es abonniert habt, an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie das nächste Projekt stattfindet und was das nächste Projekt ist, besser gesagt. Ansonsten könnt ihr mir folgen auf Twitter und auf Facebook, um aktuell dran zu bleiben, was den Kanal angeht. Ihr könnt aber auch der Zielgruppe beitreten, zum Diskutieren über meine Let's Plays oder ja, noch besser, kommt ein Discord-Server zum Quatschen, zum Kennenlernen, zum Spaß haben. Mitmachen bei Livestreams, zu mitspielen. Dort erfahrt auch alles, was so Neues gibt, auch außerhalb von YouTube und ähnliches. Ja, könnt ihr mal gerne vorbeischauen auf dem Server, Discord. Also alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.